Außerdem, Schlacki, ist dir schon mal aufgefallen, dass bei unserem Sender die Leute schlauer sind als bei den anderen Sendern? Komisch, ne? Das ist ganz seltsam. Also bei uns sind fast nur richtige Antworten. Also wenn ich da nachts ab und zu mal zugucke, dann sehe ich da immer, da kommt irgendjemand durch. Die haben nur ganz schnell, ganz komisch. Und der sagt dann irgendeinen kruden Quatsch, der überhaupt nicht rauskommen kann. Ja. Ich denke mir immer, Mann, sind die doof. Bei uns passiert sowas. Gestern bei Streichholz habe ich das entdeckt. Da hat der gesagt, das und das muss dahin, mit so österreichischem Dialekt, war aber deutscher, war ganz komisch. Und dann hat er auch noch die falsche Lösung. Da wäre dann beim Streichholz eine Minuszahl rausgekommen. Und drum habe ich mir gedacht, es ist geil, bei Deutschlands ersten Quizsender zu arbeiten, weil wir die cleversten Zuschauer haben. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen wirklich bescheinigen, Sie sind... Oder bei denen guckt nur die Redaktion zu, weiß man ja nicht. Also ich möchte es so stehen... Und wenn man nachmachen kann, der ist halt auch doof. Ich würde es so stehen lassen, dass unsere Zuschauer einfach 10-mal cleverer sind. Ja, wirklich. Das merkt man an der Zahl. Mir kommt das komisch. Das merkt man an der Zahl der falschen Antworten. Die sind bei uns. Bei uns ist vielleicht eine von 20 Antworten falsch, oder? Weil die Zuschauer manchmal nicht gescheit sind. Ja, aber 20 falsche Antworten und eine richtig. Ja, ja, darum sage ich ja, dass unsere Zuschauer so unheimlich clever sind. Das finde ich toll. Großes Lob an dieser Stelle, meine Damen und Herren, an unsere Zuschauer. Sie sind cleverer als wirklich die Zuschauer bei teilweise bei anderen Quizsendern. Ist so. Man muss ja auch dazu sagen, dass ja auch unsere hier Stammzuschauer, Tobi und so, die verlässt ja so ihre Intelligenz gehen auch komplett, wenn die da arbeiten. Ja, ja, ganz komisch. Vor allem geben die falsche Antworten, ist komisch. Hören sich auch immer ein bisschen verschnupft an. Irgendwie. Ja, so wie ich mich mit Heuschnupfen. Aber die haben alle Heuschnupfen. 500 Euro sicher, meine Damen und Herren. Was kommt da raus? Da steht nicht Megastrom. Das ist nett, das ist fair, das ist transparent, das ist gerecht, das sind wir.